Bienvenue à tous dans cette première capsule d'histoire consacrée aux différents lieux et espaces où s'expriment la puissance et la démocratie athénienne. Cette capsule s'appuie sur un documentaire de la ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen, intitulé Athènes, Herrschaft des Volkes. J'ai sélectionné 8 séquences qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble sur les différents lieux de la vie civique. Chaque séquence est introduite par un commentaire en français de ma part pour faciliter votre lecture. Sur ESSAL, vous trouverez pour chacune de ces séquences une liste de vocabulaire qui devrait vous aider à mieux profiter de cette capsule. Viel Spaß! Cette première séquence est consacrée à ce qu'Athènes a apporté au monde occidental dans le domaine de la philosophie, des sciences, des arts, mais avant tout sur le plan politique. C'est à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ qu'est inventée la démocratie. 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung begann der beispiellose Aufstieg Athens. Diese Stadt prägte wie keine andere die westliche Welt. Hier lebten und lehrten die großen Philosophen der Geschichte. Hier erblühten die Künste und die Wissenschaften. Und die Bürger Athens schenkten der Welt eine neue Staatsform, die Demokratie. Un petit rappel ici sur l'évolution de la population athénienne depuis l'Antiquité. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la ville atteint 300 000 habitants, niveau exceptionnel, avant de connaître un déclin vers la fin de l'Antiquité. Elle n'atteindra à nouveau ce niveau de population qu'au cours du 20e siècle. Im 5. Jahrhundert vor Christus lebten in Athen 300.000 Menschen. Es war die Blütezeit der Stadt. Nach einem langen Niedergang erreichte Athen erst im 20. Jahrhundert wieder diese Größe. Heute hat die Stadt mehr als 4 Millionen Einwohner. L'Acropole était la colline sacrée d'Athènes qui surplombait la cité. Elle était le cœur du cœur de la cité car elle accueillait entre autres le Parthénon, le sanctuaire qui abritait la statue d'Athéna, la déesse Pléiade d'Athènes. 150 Meter geht es senkrecht nach oben, auf die Akropolis, den Burghügel mitten in der Stadt, das uneinnehmbare Zentrum des antiken Athen. Auf der Akropolis steht das berühmteste Bauwerk der Stadt. Das Parthenon, mit dem die Athener ihren Sieg über die Perser im Jahre 479 vor Christus feierten. 2500 Jahre später wird das Monument zerlegt und neu aufgebaut. Es gilt, die Fehler der letzten Restaurierung im 19. Jahrhundert zu korrigieren. Schon in der Antike war das Parthenon ein Bau der Superlative. Zweistöckige Säulenemporen stützten das freitragende Dach des Gebäudes, das die Bürger zu Ehren der Siegesgöttin Athene errichtet hatten. In der gewaltigen Eingangshalle stand ihre Statue, 12 Meter hoch, mit Gold und Elfenbein geschmückt. Dans cette séquence est évoquée l'importance de l'agora à Athènes. Ce lieu était à la fois le marché, mais également un espace consacré aux manifestations politiques et religieuses. C'est à cet endroit que les Athéniens faisaient de la politique. Auf der Akropolis wurde die Demokratie mit prächtigen Monumenten gefeiert. Gelebt wurde sie zu Füßen des steilen Felsens, auf der Agora. Die Agora war der Marktplatz des alten Athen. Im Zentrum der antiken Stadt arbeiten seit 70 Jahren die Archäologen der American School of Classical Studies. Sie haben am Rand der Agora ein ehemals eng bebautes Wohnviertel freigelegt. Professor John Kemp ist Leiter der Ausgrabungen. The purpose of the excavations
Mit unseren Grabungen wollen wir das Zentrum des antiken Athen freilegen. Die Agora, den großen Platz, auf dem sich das öffentliche Leben der Stadt abspielte. In den Gebäuden rund um den Platz hielt man sozusagen die Stadt am Laufen. Hier waren das Senatsgebäude, das Staatsarchiv, das Gericht oder die Münze, die gesamte Stadtverwaltung. Dieses antike Zentrum wollen wir sichtbar machen. Die Agora war der gesellschaftliche und politische Treffpunkt der Athener. Wer hier auftrat, wollte auch gesehen werden. Cette séquence évoque la manière dont les Athéniens ont organisé l'approvisionnement de leur cité. La mer et les paysans de l'Attique produisaient une partie de la nourriture, mais l'essentiel était assuré par le commerce. Ceci était d'autant plus facile qu'Athènes était une puissance commerciale. Der Markt. Hier kaufen heute die Bewohner der Athener Altstadt frisches Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch. In der Antike waren die Tische der Athener nicht so reich gedeckt. Fleisch konnten sich nur die wenigsten leisten. Nur wenn für große Festlichkeiten ein Tier geopfert wurde, kamen auch die Ärmeren in dessen Genuss. Kleintiere lebten mit im Haus. Sie lieferten Eier und Milch. Athen lag nah am Meer, so herrschte zumindest kein Mangel an Fisch, der zusammen mit Brot und einer dickflüssigen Linsensuppe das Hauptnahrungsmittel war. Die Bauern aus dem Umland verkauften Früchte und Gemüse. Das Angebot allerdings sah noch ganz anders aus als heute. Die Melonen waren winzig, Äpfel rar, Kartoffeln und Tomaten waren unbekannt. Dafür schätzte man neben Feigen und Oliven auch Heuschrecken und Zikaden, die von Aristoteles als Delikatessen gerühmt wurden. Die Handelsbeziehungen der Athener waren weit verzweigt. Ihr Getreide bekamen sie größtenteils aus der heutigen Ukraine, von der Nordküste des Schwarzen Meeres. Wein importierten sie aus Kleinasien und von der Insel Rhodos. Griechische Münzen fanden sich in Ägypten, im heutigen Afghanistan und im westlichen Mittelmeerraum. Münzen gingen auch einfach von Hand zu Hand. Aber Athen bezog wirklich seine Waren aus allen Teilen der Welt. Amphoren waren das universelle Transportgefäß der Antike. Hunderte von ihnen wurden alleine auf der Agora ausgegraben. Athen war eine Handelsmacht und die Demokratie kostete viel Geld. Niemandem sollte durch das Mitwirken an politischen Entscheidungen ein finanzieller Nachteil entstehen. Les auteurs du documentaire rappellent ici comment Athènes a marqué de son influence les territoires qu'elle dominait. La cité y construit des sanctuaires dédiés à des dieux ayant une importance pour elle. Bien entendu Athéna, mais également Poséidon, dieu de la mer, rappelant qu'Athènes est également une puissance maritime. Um die Götter auf dem Olymp gnädig zu stimmen, hatten die Athener überall in ihrem Machtbereich Weihestätten errichtet. Nicht nur ihre Schutzpatronin Athene wurde verehrt. Der Tempel am Kap Sunion war Poseidon gewidmet, dem Gott der Meere. Poseidon schützte die Schifffahrtswege und den Handel mit den Kolonien. Denn Athen besaß Niederlassungen von Sizilien bis zum Schwarzen Meer. Selbst in Ägypten gab es griechische Ansiedlungen. La puissance maritime d'Athènes reposait sur une flotte de guerre, construite dès le début du 5e siècle. Cette séquence insiste également sur la manière dont on a financé la construction des trières. L'État y a participé, mais également les riches Athéniens, qui se devaient de prendre en charge la construction de ces bateaux. Die Athener leisteten sich eine gewaltige Kriegsflotte, um ihren Einfluss zu sichern und feindliche Mächte abzuwehren. Die Prunkstücke der Flotte waren Triremen, dreistöckige Rudergaleeren, die den schwer beladenen Handelsschiffen Geleitschutz geben konnten.
200 dieser Schiffe warteten im Hafen von Piräus auf ihren Einsatz. Es gehörte zu den Bürgerpflichten der Athener, die Besatzung der gefürchteten Kriegsschiffe zu stellen. Bei voller Mobilmachung benötigte die Athener Flotte 40.000 Ruderer. Während die Reichen mit Geld für den Unterhalt der Flotte sorgten und Sklaven entsandten, mussten die Armen selbst zu den Rudern greifen. Jede Trireme war mit 170 Ruderern bemannt. Oft blieben sie über viele Tage zusammengepfercht. Hitze und Enge unter Deck müssen fürchterlich gewesen sein. Es war der große Stratege Themistokles, der die Athener zu Beginn des 5. Jahrhunderts überzeugt hatte, einen Großteil des Staatsvermögens in die Flotte zu investieren. Durch ihn wurde der Stadtstaat zur Seemacht. Pour terminer, le documentaire s'attarde sur la colline de la Pnyx, où se réunissait régulièrement l'Assemblée des citoyens d'Athènes. Die politischen Entscheidungen trafen sie auf der Pnyx, dem Platz der Volksversammlung. Eine unscheinbare offene Fläche in Sichtweite der Akropolis. Hier tagte das erste Parlament der Geschichte. Die berühmtesten Redner der Antike standen auf diesen Stufen und sprachen zu den Bürgern Athens. Auf der Pnyx fanden die öffentlichen Abstimmungen statt. Sie ist die Geburtsstätte der Demokratie.